Moin Moin, heute möchte ich mit euch zusammen mein weihnachtliches Wichtelpaket auspacken, denn die lieben Mädels und ich aus dem Buchclub All You Can Read haben mal wieder Wichtel gezogen. Jeder hat ein Wichtelkind, das er beschenken darf und das Paket haben wir uns denn gegenseitig schon im Dezember zugeschickt und laden es jetzt alle gleichzeitig hoch, das Video, wenn wir diese Wichtelpakete auspacken. Wir wussten vorher nicht, wer uns beschenkt, wer uns bewichtelt. Das war dann erst so die Überraschung, als das Paket hier ankam. Wir haben uns gegenseitig Bücherwunschlisten und auch kleine Steckbriefe, was wir mögen und was wir nicht mögen, geschickt. Allerdings kennen wir uns mittlerweile ja schon ganz gut, weil wir fast täglich im Austausch sind, weil wir auch jeden Monat ein Buch zusammen lesen. Ich grüße euch ganz lieb, denn ich freue mich sehr, ein Teil dieser Gruppe zu sein, auch wenn ich hin und wieder mal ein Buch aussetze, weil für mich das manchmal ein bisschen in Stress ausartet und ich gerne auch ein bisschen wieder für mich lese, ist das für mich eine wirkliche Bereicherung im Lesen, dass wir zusammen sind und uns auch nicht nur über Bücher austauschen, sondern um alles Mögliche im Alltag, und ich wirklich sagen kann, dass ich in euch schöne und tolle Freundinnen gefunden habe und ich mich freue, dass ich die meisten von euch auch schon persönlich kennenlernen durfte, und ich hoffe, dass es 2021 irgendwann wieder möglich sein wird, euch alle mal zu sehen. Wir planen nämlich oder haben eigentlich schon geplant, dass wir uns zu sechst einmal treffen. Alle Kanäle und alle Videos sind natürlich unten in der Infobox verlinkt. Schaut auf jeden Fall auch bei den anderen Mädels vorbei, die ebenfalls heute ihr Wichtel-Unpacking hochladen, und ich freue mich so sehr, selbst diese Videos zu schauen, weil das natürlich einfach toll ist, bei der Freude des Auspackens zuzuschauen. Besonders natürlich mein Wichtelkind, was ich beschenkt habe, aber auch die anderen, wie sie sich eine Freude machen. Und ja, mein Paket steht hier schon seit einigen Tagen und irgendwie war es nie der richtige Moment, und wir wollten ja auch ein bisschen warten, bis jeder so sein Geschenk hat oder losgeschickt hat, und jetzt habe ich es aber endlich geschafft, einen Moment zu finden und das Paket auszupacken. Ich habe es schon aufgemacht, und meine Wichtelmama ist die liebe Sarah vom Kanal Alice im Bücherland, und da freue ich mich sehr. Letztes Jahr wurde ich ja von der lieben Sarah Sophie bewichtelt, und es ist irgendwie schön, wenn sich das immer ein bisschen abwechselt, und mal gucken, wie das denn nächstes Jahr sein wird. Aber wollen wir jetzt erstmal nicht von Zukunft sprechen, sondern uns jetzt wirklich achtsam mit diesen Päckchen ausleben oder so. Ich gucke jetzt erstmal rein mit euch zusammen. Wir sehen hier schon ein sehr, sehr schönes Papier mit roten Sternchen. Ich habe beim Auspacken eben schon gesehen, dass das Papier sich ein bisschen löst, beziehungsweise die Tesastreifen sich so ein bisschen vom Papier lösen und deswegen die Pakete schon ein bisschen offen sind. Und ich habe eine, oh, ist die süß, eine Karte entdeckt. Ich bin gerade total hingerissen von diesem süßen Kärtchen. Ich zeige sie euch natürlich auch einmal. Frohes Fest mit diesem total süßen Hund. Ja. Hunde gehen immer. Und ich möchte euch natürlich auch die Karte einmal vorlesen. Liebe Ramona, ich hoffe sehr, dass ich dir mit diesem Päckchen eine kleine Freude machen kann. Es soll dich in ein kleines Winterwunderland entführen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir uns kennen. Hab ein gemütliches und leckeres Weihnachtsfest mit deinen Liebsten. Hoffe, wir können uns im nächsten Jahr bald persönlich treffen. Auf ganz bald und alles Liebe. Frohe Feiertage, Sarah. Und PS hat sie noch hingeschrieben. Ich kann einfach nicht einpacken, sorry. Ach Mann, Sarah, das macht doch gar nichts. Ich bin wirklich die Letzte, die da irgendwie drauf achten würde, dass da jetzt der Knick aber nicht so richtig gemacht wird. Also, das stört mich überhaupt nicht, musst du dich überhaupt nicht für schämen. Ja, eine wirklich schöne Karte, und ich hoffe auch, dass wir uns bald mal persönlich treffen, weil Sarah ist tatsächlich die Einzige, die ich aus unserer Gruppe noch gar nicht persönlich getroffen habe. Wir haben es dieses Jahr schon öfter geplant und immer wieder verschieben müssen und immer wieder absagen müssen aus verschiedensten Gründen, aber natürlich hauptsächlich wegen des bösen Coronas. Ja, und ich hoffe auch sehr, dass wir uns irgendwann in die Arme schließen können und einen wirklich schönen Tag miteinander verbringen können, weil so weit weg auseinander wohnen wir ja nun auch nicht. Ja, also die Karte ist schon mal der Knaller. Hunde liebe ich ja, und das hatte ich, glaube ich, auch auf unseren Steckbrief oder auf meinen Steckbrief geschrieben. So, was haben wir hier?
Ja, das ist das, was ich meinte. Hier geht halt, ich glaube, der, das, dieses hübsche Glitzer-Tesa, das ist irgendwie abgegangen. Aber das macht gar nichts. Sie hat hier auch so süße Moosgummi-Sticker, so einen Weihnachtsmann draufgeklebt. So, was könnte das sein? Ich glaube, das ist ein Goose Creep Melt. Das spürt man schon ganz gut. Das ist Duftwachs, glaube ich. Mal gucken, was sie hier ausgesucht hat. Und ich finde es auch so süß, dass du ein Winterwunderland für mich erschaffen möchtest. Das ist ja genau meins. Mal gucken, was das ist. Ist es ein winterlicher Duft? Oh nee. Oh, der ist schön. Und zwar ist das Ivory Rocking Horse. Den Duft hatte ich tatsächlich schon mal und fand ich total schön. Ich hatte mich mit Sarah auch mal darüber ausgetauscht, da sie so ein paar Tipps wollte und habe ihr dann mal so meine liebsten Düfte geschickt. Vielleicht hat sie daher jetzt auch die Inspiration, diesen Duft zu nehmen. Ich finde alleine dieses nostalgische Foto drauf. Ich bin ja auch ein totales Pferdemädchen und ich mag dieses Vintage und Nostalgische auch sehr. Deswegen finde ich, ups, blendet so ein bisschen, alleine das total schön. Aber auch der Duft natürlich. Ich erinnere mich, dass der so holzig und trotzdem warm und weich war. Mal gucken, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe. Oh ja. Es hat eben was Herbes, Holziges und wird aber trotzdem irgendwie abgerundet. Ich weiß nicht, kenne mich da ja nicht so aus, aber vielleicht Sandelholz und ein bisschen Vanille oder Kaschmirhölzer. Es hat auf jeden Fall was Warmes, Weichiges, Weiches und Mahagoniholz oder was auch immer da drin ist. Oh ja, da freue ich mich, dass. Oh, kann ich nachher schön anmachen. Da mache ich mir schöne Lesestunden oder Serienstunden mit. Mal gucken. So, dann haben wir hier was Größeres. So ein kleines Tütchen mit einem Weihnachtsmann. Und die kleben auch. Ja. Das ist eher leicht. Ah ja, und jetzt, wo ich reinfasse, könnte es Tee sein. Mal gucken. Oh ja, italienische Limone. Ich hatte ihr geschrieben, dass ich Tee ja liebe, aber nicht so gerne diese roten, sauren Tees mag. Und ich meine, hattest du davon nicht schon mal geschwärmt, dass du und dein Freund, dass ihr diesen Tee so liebt? Kann man da irgendwas riechen? Kann ich den aufmachen irgendwo, dass ich mal dran riechen kann? Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der im Sommer sehr gut ist, obwohl heiße Zitrone ja eigentlich auch so ein Wintergetränk ist, ne? Oh ja. Ich hoffe, dass der nicht zu. Oft sind die ja irgendwie mit Stevia oder so schon vorgesüßt. Wenn das zu doll ist, dann mag ich das immer nicht so, dann schmeckt das zu künstlich. Aber wenn das so richtig schön natürlich nach heißer Zitrone nachher schmeckt, den werde ich mir dann, während ich den Duft anmache, werde ich mir dann so richtig geilen italienische Limonentee machen. Vielen Dank. So einen, den habe ich auch noch nie ausprobiert und allgemein auch kein. Klar, dass ich mal heiße Zitrone getrunken habe, aber es ist schon Ewigkeiten her und noch nie als Tee. Also den kenne ich nicht. Freue ich mich drauf. Vielen Dank. Oh, es ist immer so aufregend, es ist so schön. So. Was haben wir denn noch hier in meiner kleinen Wundertüte? Wie hier ein kleines. Und das ist sehr weich. Ist hier überhaupt was drin? Ist das ein Brillenputztuch? Nein, das ist eine Maske. Oh, ist die cool. Hast du die selbst gemacht? Die sieht so selbstgemacht aus. Und zwar ist der Stoff ja wohl der Oberhammer, ne? Kleine Möpse mit Pudelmützen. Und der Stoff fühlt sich an wie so ein Brillenputztuch. Das heißt, wenn Corona irgendwann vorbei ist, kann man das als Brillenputztuch nutzen. Ich habe jetzt Lippenstift drauf, deswegen will ich das eigentlich nicht ummachen. Aber egal, ich mache es jetzt. Und steht es mir? Also der Stoff ist ja wohl der Oma-Hammer, ne? Und es ist auch nicht zu eng. Ist jetzt doll abgefärbt. Ich glaube, ich muss es eh einmal waschen, weil der Stoff noch ein bisschen.
industriell riecht. Ich denke mal, den werde ich einmal waschen, ganz vorsichtig, oder vielleicht einmal mit der Hand einmal durchspülen. Ja, also da musst du mir mal sagen, ob du den selbst gemacht hast, weil es sieht so ein bisschen danach aus. Vielen Dank, also der Stoff, den hast du richtig toll ausgewählt. So richtig schön weihnachtlich, dann kann ich den ja jetzt noch, es ist ja jetzt, wenn ich das drehe, noch vor Weihnachten, dann kann ich das jetzt ja auch am letzten Adventswochenende noch anziehen und vielleicht noch am Weihnachtswochenende oder an den Weihnachtsfeiertagen benutzen. Das ist richtig toll. Da freue ich mich. Das war das Papier. Was mache ich denn weiter? Hier ist ein größeres, schweres oder ein kleines, dünnes? Ich mache mal mit den kleinen, dünnen. Haben wir hier. Das fühlt sich an wie so ein kleines Heftchen. Oh, ist das schön. Ich liebe ja Notizbücher, ne? Und ich habe auch aufgeschrieben, dass ich Alice im Wunderland als Thema liebe. Und das hat sie jetzt kombiniert. Das ist ja wunderschön. Guck mal. Das weiße Kaninchen. In dieser nostalgischen Optik von den alten Illustrationen. Das ist liniert. Ja, man kann nicht genug Notizbücher haben. Und da so ein kleines, da muss ich mir dann nochmal eine Funktion ausdenken. Ich wollte auf jeden Fall ein Buch nochmal machen für meine liebsten Zitate und vielleicht auch nochmal so ein Video-Ideenbuch, obwohl ich das auch in mein Handy eigentlich einspeichere. Aber da findet sich auch was. Oh, das ist so schön. Und das sind auch so Glitzer. Das seht ihr ganz gut, ne? Dass hier die Konturen so ein bisschen silbrig glitzern. Also das ist schon mal super schön. Oh, und wir haben hier noch so eins. Hat die gleiche Form. Das ist noch so ein Heftchen. Gucken, ob das auch von Alice im Wunderland ist oder ein anderes. Oh nee, es ist auch Alice im Wunderland. Und zwar diesmal ist es, wo wir Alice sehen und auch nochmal die blaue Raupe, der gerade Shisha raucht auf seine Pilz. Auch sehr schön, auch hier wieder mit silbernen Konturen abgesetzt und farbig. Und ich sehe gerade immer, eine Seite ist liniert, könnt ihr das erkennen, und die andere ist blank. Könnte da Zeichnungen reinmachen, aber ich bin nicht so die Zeichenqueen. Also die sind ja echt mal. Damit hast du mich jetzt auch echt überrascht. So, jetzt nehmen wir aber das größere, schwere. Könnte das Tee? Es hat wieder so eine Form wie der Tee, aber es ist dafür viel zu schwer. Cool. Das ist Edelmarzipan, nee, Edelmarzipan-Taler mit Orange. Oh, ich liebe ja Marzipan und ich kenne die allerdings nur mit Kirsche und mit Pflaumen. Mit Orange habe ich die noch nie gesehen. Die enthalten auch immer so ein kleines bisschen Alkohol, aber in Orange habe ich die ja noch nie gesehen. Oh, geil. Die werden gleich im Kühlschrank gepackt. Oh. Mal gucken, wie lange die halten, aber. Ich glaube, die sind auch einzeln so verpackt. Also sowas, das ist was ganz Edles. Oh, da hast du aber gut was richtig Tolles ausgesucht. So, jetzt haben wir, glaube ich, nur noch das Buch. Natürlich muss auch ein Buch enthalten sein und was ganz Kleines. Und hast du dir aber auch Mühe gegeben, dass du das noch eingepackt hast. Was könnte das denn sein? Auch irgendwas Süßes? Süßigkeiten, eine Praline einzeln eingepackt? Ach nee, das ist ja auch süß. Und zwar, ich glaube, das sind Radiergummis in Form von Büchern. Ich weiß gerade nicht, ob die zusammenhängen oder ob man die einzeln. Das will ich jetzt herausfinden. Nee, es sind tatsächlich einzelne, das ist ja auch cool. Es sind immer einzelne Bücher, mit denen man radieren kann.
Einmal was Chemisches, Chemie, wahrscheinlich Physik, ein physikalisches Symbol, Musik und Erdkunde. Und dann kann man sie wieder zurück in ihr Regal stellen. Das ist ja süß. Ja, die sind wirklich niedlich. Für Bücherfans natürlich genau das Richtige. So, und jetzt kommt das Spannende, das Buch. Da haben wir auch Nikolaus und Tannenbaum. Und ich habe ihr eine riesige Bücherwunschliste geschickt, weil ich mag das immer sehr gerne, mich überraschen zu lassen. Und deswegen schicke ich immer die ganz große Bücherwunschliste. Und da war ja wirklich alles drauf. Ich bin gespannt, was sie ausgesucht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwas Gruseliges ausgesucht hat, weil wir diese Leidenschaft ja, miteinander verbinden, dass wir beide sehr gerne gruselige Geistergeschichten mögen. Vielleicht auch irgendwas von Joe Hill. Da hat sie ja von geschwärmt und habe ich auch was auf der Wunschliste. Aber wir werden jetzt mal gucken. Spannen wir uns nicht auf die Folter. Ach, okay, ja gut, damit hätte ich auch rechnen können. Und zwar ist das ein Buch von Stephen King, Das Schwarze Haus. Und es ist nicht nur von Stephen King, sondern auch von Peter Straub geschrieben. Und zwar ist das der zweite Teil eines Zweiteilers. Ich kann euch mal eben den ersten Teil hervorholen. Der erste Teil ist dieser hier, der Talisman. Ist allerdings eine andere Ausgabe. Ich habe jetzt hier eine ältere Ausgabe. Und das war, glaube ich, tatsächlich. Ja, es war mein erster Stephen King-Roman, den ich gelesen habe. Und gleich so ein fetter, also es sind, ja, na gut, nicht ganz 1000 Seiten, 956 Seiten. Da habe ich mich damals doch ein bisschen durchquälen müssen und dennoch fand ich es richtig toll. Es ist bei mir jetzt aber über, kann das schon 15 Jahre her sein, dass ich das Buch gelesen habe? Naja, vielleicht nicht ganz, vielleicht 13 oder 12. Ich kann euch leider nicht mehr ganz zusammenfassen. Es geht, glaube ich, um einen Jungen, dessen Mutter todkrank ist und er verschwindet in so einer Parallelwelt und muss irgendwie einen Talisman finden, um sie wieder gesund zu machen. Ich glaube so, aber ich werde euch jetzt einfach mal den Klappentext des ersten Bandes vorlesen. Quer durch die Vereinigten Staaten, aber auch quer durch ihre imaginäre, bizarre, mittelalterliche Welt, die Territorien, führt die abenteuerliche Reise des 12-jährigen Jack Sawyer auf der Suche nach dem geheimnisvollen Gegenstand, der beiden Welten das Heil zurückbringt, dem Talisman. In beiden Welten hat Jack Gefahren zu überwinden, aus denen ihn oft nur das Flippen rettet, der Sprung in die jeweils andere Welt. Horror und Fantasy durchdringen sich in eine Geschichte von faszinierendem Bilderreichtum und atemberaubender Spannung. Ja, das ist eben nicht ein klassischer Horrorroman von Stephen King, sondern eben auch mit fantastischen Elementen, was irgendwie das Ganze auch besonders macht. Und hier geht die Geschichte weiter. Ich wollte ja gerne meine Reihen beenden und habe dann nochmal alles durchgeschaut und das stand auch schon längere Zeit auf meinem Sub. Ich muss mal schauen, ob ich mir dann irgendwann vielleicht auch mal die Ausgabe in der neuen, den ersten Band hole, obwohl der noch so gut erhalten ist und so schlimm. Ach, ist auch wurscht, ne? Also ich finde auch, dass auf jeden Fall der erste Band irgendwo abgeschlossen ist. Ja, ach, ich sehe auch gerade, das Ganze spielt tatsächlich 20 Jahre nach dem Talisman, wenn die Reise in die eigene Kindheit zum Albtraum wird. Noch im kleinsten Detail steckt ein ganzer Schreckenskosmos. Ja, ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall den ersten Teil nochmal rereaden müssen, weil ich, wie gesagt, vieles davon vergessen habe und erst dann den zweiten Band lesen. Das heißt, ich denke, das wird ein bisschen dauern, bis ich dazu greife, weil ich eben erstmal wieder hier rein lesen muss. Ich muss mal schauen, ob es dazu auch ein Hörbuch gibt, ob man vielleicht den ersten dann vielleicht als Hörbuch nochmal hört, um das Ganze aufzufrischen. Aber ich habe eigentlich gemerkt, dass ich gerade bei so fantastischen Werken, wo es auch viel ins Detail geht, eigentlich lieber lesen müsste, um da einfach nicht so viel ja, zu überhören und viele Details irgendwie verschwinden. Ich kann mich nur erinnern, dass hier Jack, der Protagonist, einen tollen Freund gefunden hat, irgendwie so einen Wolfsmenschen oder einen Wolf. Ich glaube, er hieß auch Wolf. Den fand ich toll. Also ich habe wirklich nur ganz, ganz wenige Szenarien im Kopf, aber von den 950 Seiten ist wirklich nicht viel geblieben. Ja, und
das Schwarze Haus. Vielleicht hat das Sarah angesprochen, weil wir beide so auf Spukhäuser stehen. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwas mit einem Spukhaus zu tun hat. Was mir ein bisschen Angst macht, ist hier die Spinne auf dem Cover. Ich hasse Spinnen. Die ist jetzt nicht so schön. Ich hoffe, dass es nicht so sehr thematisch da irgendwie, ja, um Spinnen geht. Ich hatte gerade gelesen, dass es hier auch um einen Serienmörder geht und Jack das Schwarze Haus betreten muss. Es ist der Eingang zu einer anderen Welt. Ja, so viel noch zu dem Werk. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Sarah. Das war ein so tolles Paket und so abwechslungsreich und du hast dir richtig Gedanken gemacht. Klar haben wir uns die Steckbriefe geschickt, aber du hast nicht einfach immer nur so abgearbeitet, sondern hast dir wirklich Gedanken gemacht. Und ich weiß gar nicht, worüber mich am meisten freue. Also ich finde die Notizbücher der Oberhammer, die finde ich total schön. Aber ich glaube alles. Also das Marzipan, die Zitronenlimonade, wollte ich gerade sagen, der Zitronentee und auch natürlich der Duft und letztendlich dann auch das Buch. Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre mein Favorit, ich glaube, die Notizbücher und der Stoff dieses Mundschutz ist einfach total niedlich. Also eigentlich alles. Warum muss ich das eigentlich ranken? Muss ich ja auch nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen zuzuschauen. Erzählt doch mal, was ihr geschenkt bekommen habt an Weihnachten und was ihr verschenkt habt, was für euch so eure Geschenk-Highlights war. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderbares Weihnachtsfest und ja, habt jetzt eine schöne, ruhige Zeit nach Weihnachten, das Ganze wieder zu verarbeiten, vielleicht ein bisschen die Erlebnisse in der Familie wieder ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und kommt, ja, ich denke mal, vorher wird es auch auf jeden Fall auf. Ich wollte euch gerade einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, aber ich glaube, dass vorher noch ein Video kommt. Wir werden sehen. Jetzt kommen ja die ganzen tollen Videos mit Jahreshighlights und Fazit und Statistik. Da freue ich mich extrem drauf, diese zu drehen und diese zu schauen. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.